Hallo und herzlich willkommen zum achten Teil des Plays. Es kommt mir jetzt schon irgendwie wie eine halbe Ewigkeit vor, dass ich das hier nun mache, und ich muss sagen, es macht mir einfach eine Menge Spaß. Ja, was kann ich noch sagen? Ich werde jetzt mal aufpassen, dass dieses Mal wirklich immer mein Sound mitkommt und nicht so einfach so wie bisher. Ich muss immer im Nachhinein reinarbeiten, das habe ich echt keine Lust drauf. Ich hab das Ganze eben schon geletztplayt und hab dann gesehen, dass es nicht geklappt hat. Jetzt kopp ich mal kurz Substanzen. Ihr seht, Barrett hat diesen Verbindungsstrich, wodurch ich diese beiden Substanzen miteinander kombinieren kann. Ja, wie gesagt, hab das eben schon gemacht. Problem ist komplett ohne Audio. Zum Glück habe ich dieses Mal bei der Aufnahme des zweiten Videos schon sehr früh gemerkt. Bedeutet, dass gerade mal knapp 10 Minuten oder so verloren gegangen sind. Na, ein bisschen mehr schon, aber egal. Hauptsache, ich habe das Audio dieses Mal mit drinne. Und dadurch wird ehrlich gesagt eine Menge Zeit gespart. Hey! Sieht aus, als wäre das hier nicht privat. Mach den Abgang! Wieder einmal, Raulis. Was ich doch immer für ein Glück habe. Hast du was gesagt, Alter? Hast du was gesagt, oder was? Hey, jetzt schaut euch das an! Plötzlich ganz leer geworden! Was ist los? Mist! Es ist leer wegen solcher Typen wie dir. Burks. Na, der Typ, der gerade geschlagen worden ist, wird später, glaube ich, noch wichtig. Merkt ihn euch einfach, aber ich werde nichts spoilern. Du hast gehört, oder? Avalanche hat neue Bombenanschläge angekündigt. Nun, treue Angestellte wie ich gehen an einem solchen Tag nach Midgar. Du arbeitest für Shinra? Ist der Shinra-Manager. Durch Gewalt lasse ich mich nicht abhalten. Und ich gebe dir auch nicht meinen Platz. Barrett! Ja, wahrscheinlich sagt er jetzt was wie Arschloch. Scheiße, du Glückspilz Arschloch oder so. Also, diese Ausrufezeichen und so sind halt Schimpfwörter. Die sind in der deutschen Version leider geschnitten worden. In der englischen, soweit ich weiß, nicht. Wir können uns unseren Teil also nur dazu denken. Was du wohl sagen. Tja, man merkt, dass das ein japanisches Spiel ist. Tiefer verbeugt sich total höflich. Und was machst du jetzt? Wie kannst du nur so ruhig sein? Du machst mich völlig fertig. Der Grund, warum ich das Ganze nochmal aufnehme, ist, dass ich das Audio direkt neben dem Ton haben, neben dem Bild haben möchte. Sieht aus, als wären sie mit dem Rangieren fertig. Wir fahren endlich los. Und was ist unser nächstes Ziel? Ha, hört euch mal diesen Wichtigtour an. Okay, ich erzähl's euch. Jesse hat wahrscheinlich schon erwähnt, dass es auf der oberen Platte eine Sicherheitskontrolle gibt. Mit diesem Ausweiskontrollsystem werden alle Züge überwacht. Shinra ist ziemlich stolz darauf. Wir können unsere gefälschten Ausweise nicht mehr verwenden. Guten Morgen und willkommen bei der Midgar Bahnsteiggesellschaft. Ankunft in Sektor 4 um 11:45 Uhr. Das bedeutet, wir haben nur noch 3 Minuten bis zur Ausweiskontrolle. Okay, in 3 Minuten springen wir aus dem Zug. Alles klar? Cloud, komm her, lass uns mal einen Blick auf den Sicherheitsmonitor. Schienennetzmonitor werfen. Ja, Sicherheitsmonitor, ja, die ist klar. Hm? Ihr seid die Einzige, die mit mir reden und mich besuchen. Ich bin beeindruckt. Ein alter Bekannter. Best Friends for Lifetime. Scheiße, ich wollte nochmal mit dem Shinra Manager und Barrett sprechen. Egal. Hm, sieht aus, als hättest du das schon gesehen. Es ist in Ordnung. Komm mal ein bisschen näher. Das ist komisch. Der Ausweiskontrollpunkt müsste ein wenig weiter unten sein. Sicherheitsalarmstufe A, nicht identifizierte Passagiere entdeckt. Alle Waggons werden kontrolliert. Wiederholung, Sicherheitsstufe A, nicht identifizierte Passagiere entdeckt. Alle Waggons werden kontrolliert. Was ist los? Was geht hier vor? Wir sitzen in der Patsche. Ich erkläre es später, schnell in den nächsten Waggon. Scheiße, jemand hat es vermasselt. Nicht identifizierte Passagiere in Waggon A. Waggon 1. Verriegelung wird vorbereitet.
Nicht die weg, aber Dali. Lage 1 verriegeln. Übergang zu Alarmstufe 2. Schnell! Wir verriegeln gleich die Tür. Nicht identifiziert Passagiere in Waggon 2. Verriegelung wird vorbereitet. Lauf einfach! Wechseln zu Plan 2. Nein, ich werde jetzt absichtlich nicht mehr mit den Leuten hier reden. Problem ist, das würde zu lange dauern. Waggon 2 verriegelt. Übergang zur Alarmstufe 3. Okay, alles klar. Noch nicht. Sie beginnen mit einer neuen Kontrolle. Wenn wir erwischt werden, sind wir erledigt. Aber keine Angst, wenn wir immer einen Waggon weiter nach vorne gehen, müssten wir es schaffen. Aha. Ein endloser Zug also? Schau mal einer an. Nicht identifizierte Passagiere bewegen sich in vordere Richtung. Aufenthaltsort wird ermittelt. Kein Ausweg. Scheiße. Also das Geld oder was auch immer wir verloren haben, kriegen wir jetzt eh nicht zurück. Waggon 3 wird verriegelt. Übergang zur Alarmstufe 4. Einfach nur noch durchrennen durch diesen Zug. Einfach nur noch durchrennen. Waggon 4 wird verriegelt. Übergang zur höchsten Alarmstufe. Alles klar, wir haben es geschafft. Hey, hier entlang. Kommt, wir machen hier den Absprung. Ich bin's, Jesse. Wie sehe ich aus, Cloud? Sehe ich in einer Shinra-Uniform gut aus? Mach mir einfach ja oder nicht jetzt halt noch zur Wahl gehabt. Ich hab ja gemacht. Du siehst großartig aus, wie ein Mann. Juhu, ich bin so glücklich. Ich glaube. Gruselig, ne? Jetzt ist es zu spät, sich darüber Gedanken zu machen, warum bist du überhaupt mitgekommen? Weil. Hey, ihr beiden! Dafür ist jetzt keine Zeit. Okay, ich habe mich entschieden. Pass gut auf, ich werde springen. Ist es dir recht, wenn ich zuerst gehe? Der Anführer bleibt immer bis zum Ende. Kümmere dich nicht um mich. Geh nur. Ey, pass auf, dass du deinen spitzen Hintern nicht platt machst. Es ist nur der Anfang der Mission. Ihm ist's egal. Ja, typisch Cloud halt. Später, kümmer du dich um den Rest. Die drei sind alle von Avalanche, muss man mal dazu sagen. Sieht aber ganz schön anders aus als sonst. Gut, soweit läuft alles nach Plan. Es ist besser, wachsam zu bleiben, bis wir zum Reaktor von Sektor 5 kommen. Big Swatch und Jesse halten alles für uns bereit. Also los! Der Reaktor ist am Ende dieses Tunnels. Gut, hier werde ich jetzt auch mal die Aufnahme cutten.